Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, heute spreche ich zu euch wegen einem wichtigen Thema. Was ist das Thema? Die Wahl. Deutschland ist eine Demokratie. Was bedeutet Demokratie? In einer Demokratie können alle Menschen mitbestimmen. Aber es gibt sehr viele Menschen. Deswegen ist es schwierig, dass alle mitbestimmen. Darum gibt es Politiker. Die Politiker vertreten uns. Und bei der Wahl wählen wir, wer uns in der Zukunft vertritt. Am Sonntag, dem 8. Oktober, ist Wahl. Wir wählen einmal den Landtag und wir wählen den Bezirkstag. Zur Wahl stellen sich viele Parteien. Wir können zwischen vielen Parteien auswählen. Zum Beispiel die CSU, die Freien Wähler, die SPD, die Grünen, die FDP oder die AfD. Momentan sehen wir viele Wahlplakate auf der Straße. Und da sehen wir die Politiker und da ist draufgeschrieben Informationen. Oder im Internet, im Fernsehen, viele Informationen von den Parteien. Bitte bei der Wahl gut aufpassen. Wir hier bei Regenswagner-Zell wollen Vielfalt. Wir glauben, alle Menschen sind gleich. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Alle Menschen sind gleich wichtig. Es ist egal, ob jung oder alt, ob erwachsen oder Kinder, ob Männer oder Frauen, verschiedene Hautfarben oder ob die Menschen aus verschiedenen Ländern kommen, verschiedene Sprachen sprechen, verschiedene Religionen angehören, wie zum Beispiel evangelisch oder katholisch, muslimisch, oder keine Religion haben, ob Menschen gehörlos sind oder hörend, ob Menschen eine Behinderung haben oder keine Behinderung. Hier bei uns das Zusammenleben, das Zusammenarbeiten, das Zusammenwohnen, das klappt gut. Es gibt aber eine Partei, der Name ist AfD, die hat eine andere Meinung. Die AfD wollen, dass hier in Deutschland nur Deutsche wohnen. Die AfD will, dass in Deutschland keine Ausländer leben. In Deutschland soll es nur den christlichen Glauben geben. Sie wollen nicht, dass es andere Religionen gibt und sagen, der Islam ist keine gute Religion. Und Menschen mit Behinderung, die sind für die AfD nicht wichtig. Die AfD sagt auch, Männer dürfen nicht ein Paar sein. Frauen dürfen nicht zusammen wohnen. Die AfD sagt, nur Männer und Frauen, das sind richtige Gemeinschaften. Am 8. Oktober ist Wahl. Bitte zeigen wir alle bei der Wahl. Wir
wünschen uns Vielfalt. Wir wünschen, alle Menschen haben die gleichen Rechte in Deutschland. Wir wünschen uns Inklusion, Teilhabe und nicht Ausgrenzung.